Hi Leute, willkommen zurück zu Westeros Total War. So, ja, gestern und vorgestern gab es ja keinen Part, war einfach, kam zeitlich nicht ganz dazu. Aber dafür gibt es heute wieder einen. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch jetzt schon auf diesen Part. Ich möchte mal ganz kurz ein paar taktische Sachen mal kurz ändern. Ja, nee, das ist alles okay, das ist auch okay. Ach ja, ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben etwas verstanden, ja, für dieses Spiel, und zwar den Wert von irgendwelchen Gebäuden, ja, von irgendwelchen Handelsgebäuden. Es lohnt sich einfach nicht. Ja, ich habe das nie gewusst, wenn man hier auf diese Oberfläche drauf geht. Es gibt ja zum Beispiel Handelssteigerungen, ja, steht ja hier. Wenn man jetzt hier drauf geht, sieht man ja diese Teile momentan. Das ist das, was wir momentan bekommen. 84 durch Handel. Und mit dem hier bekommen, also wenn wir das Gebäude gebaut haben, 99, also 15 mehr. Das Gebäude kostet 2000. Lohnt sich nicht. Ja, das braucht ja Ewigkeiten, bis sich das rentiert. Genau, deswegen bauen wir das hier zum Beispiel gar nicht. Wo haben wir noch irgendein Gebäude? Hier zum Beispiel. Was haben wir hier? Hier 263. Von 255 auf 263. Lohnt sich nicht. Was haben wir hier? Von 146 auf 304. Das sind ungefähr 150. Dafür kostet das Ding zwar auch recht viel, aber es gibt immerhin noch eine Handelsflotte und 0,5 Bevölkerungswachstum. Von dem her, ja, von mir aus. Ja. Hier genauso, was bringt es denn hier? Landwirtschaft steigert dadurch sich die Landwirtschaft, echt? Tatsächlich. Nee, dadurch nicht, aber hierdurch, genau. Das heißt, hier haben wir mit dem Gebäude statt 20 Handel, 21 Handel, lohnt sich nicht. Hier haben wir statt 220 Ernte 275, aber kriegen auch Verwüstung und Korruption. Das heißt, wir machen, naja, auch nicht so wahnsinnig viel Plus, lohnt sich nicht. Ja? Wobei hier spielt natürlich auch noch der Faktor Wachstum eine Rolle, ist ganz klar. Aber das brauche ich hier jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, ja. Und wenn man jetzt das hier mal so überall durchguckt, dann merkt man ganz schnell, dass wir überall Gebäude bauen, die sich eigentlich gar nicht lohnen, ja. Ja, hier möchte ich es einfach bauen wegen dem Bevölkerungswachstum. Da geht es mir primär um das. Aber hier beispielsweise braucht man das Ganze auch wieder nicht bauen. Das lohnt sich einfach nicht. Ich habe das nie gewusst, dass man das da nachgucken kann. Das hat mir gestern der Bayman mal gesagt. Ich wusste das wirklich nicht. Ich spiele das seit Jahren jetzt eigentlich schon Total War, aber ich wusste das nicht. Ich wusste das wirklich nicht. Und falls ihr das auch nicht wusstet, hoffe ich, dass ich euch ein bisschen geholfen habe. Zum Beispiel mal schauen, was bringt denn das hier? Das bringt einen Plus von 400. Das lohnt sich schon wieder. Ja, das ist in 10 Runden erledigt oder in 11. Das lohnt sich. Ja. Was lohnt sich hier zum Beispiel noch? Schauen wir mal. Lohnt sich hier der Landungssteg? 2600, ja, gut, okay, er kostet 3000, das ist schon 30 Runden. Ja, das lohnt sich wiederum nicht so. Das hier, was lohnt sich das hier? Steigerung von Handelsgütern? Naja, eigentlich gar nicht. Dafür gibt es halt einen Plus von 0,5 auf Bevölkerungswachstum. Das wäre wieder eine Sache, wo man sich überlegen müsste. Aber ich möchte ja erstmal ein bisschen mehr Geld machen, deswegen bringt das hier am meisten. Also in 11 Runden haben wir das Gebäude gezahlt nach dem Bau praktisch. Und das ist okay. Das ist eine ordentliche Sache. Deswegen lohnen sich da Straßen und so Sachen und Häfen und so eigentlich am meisten im Normalfall. Und diese Sache ist halt auch noch eine tolle Sache, da diese Leuchttürme hier. So, ansonsten möchte ich ganz gerne mal hier ein bisschen was an Truppen so schnell wie möglich eigentlich schon mal hier runterziehen. Genau. Ja, das wird man ja bald verlieren hier vermutlich, aber das ist auch nicht so wild. Und, ah ja, hier müssen wir noch eine Runde warten. Ja, okay. Genau, was haben wir hier für Einheiten drin? Nur Milizen größtenteils. So. Wie gesagt, hier Steintal können wir auf jeden Fall erobern. Das ist ja auch unsere Mission, genau. So. Mein Herr, wohin geht Genau. es? Dann würde ich sagen, beenden wir mal die Runde, weil was lohnt sich ein Gebäude, das irgendwie 50 mehr bekommt? Ja, da bekommen wir ja nicht mal eine Einheit durch praktisch. Und bis sich das Gebäude bezahlt gemacht hat, das lohnt sich einfach für uns nicht. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Die Schlacht um Auswürfen, das verlieren wir eh. Ablehnen. Die bringen wir ja eh nicht zurück, die Truppen, die jetzt da gestorben sind. Also,
Also man merkt auch an diesem Beispiel, man lernt nie aus. Wahrscheinlich werden manche von euch jetzt denken, wie dumm ist der Yannick? Das ist doch, das weiß ich ja schon immer, seit immer, ja. Wie ihr Ich wollt, habe es mein halt eben König. echt nicht gewusst. Moment, dann nehmen wir mal den William Burke hier rüber. Die Truppen schicken wir mal nach Königsmund. Da haben wir auch gleich neue fertig schon wieder. Können wir auch darunter schicken. Ansonsten bin ich gerade echt am Überlegen, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, was das Rekrutieren angeht, weil so viel Geld plus machen wir gar nicht mehr, gell? Irgendwann. Ich möchte die jetzt eigentlich gar nicht rekrutieren und die zwei Einheiten auch nicht. Den Rest können wir mal rekrutieren. Da können wir mal das hier rekrutieren. Das passt auch noch soweit. Aber beziehungsweise wir können auch das hier fortbilden. Ist auch okay. So, und dann können wir das hier fortbilden. Zum Beispiel mal schauen, lohnt sich dieses Gebäude? Das wird man jetzt gleich sehen. Hier 200, Moment, 53 auf 58. Naja, es macht immerhin einen Plus von Bevölkerungswachstum nochmal, ist aber ziemlich teuer eigentlich. Das Bevölkerungswachstum Plus kriegt man auch hier drüber. Lohnt sich eigentlich gar nicht wirklich. Fünf Plus und hier machen wir wenigstens insgesamt ungefähr 50 Plus und das kostet halt weniger. Deswegen machen wir das mal gerade so. Genau, und das verbessert hier auch unser Bevölkerungswachstum. Also bauen wir mal lieber nur das Gebäude. So, machen wir das gerade hier so. Jetzt ist hier die Frage, lohnt sich der Hafen? Nö. Lohnt sich dieses, die Farm bauen wir, aber auch nur wegen dem Bevölkerungswachstum. Eigentlich lohnt tut sich es auch nicht wirklich, wobei 50 mehr immerhin. 50 mehr, dann schon ganz okay. Wir haben jetzt einen Exerzierplatz ja fertig gebaut, den benutzen wir jetzt auch schon. Drüben lohnt sich eigentlich gerade auch nicht mehr so wahnsinnig was. So, jetzt möchte ich mal gerade da so ein bisschen rumlaufen mit dem Spion. Genau, dann greifen wir hier mal an. 1200 Mann verloren. Wow. Hä, nee, das kann jetzt auch nicht sein, oder? Also bis, hä? Als ob wir das verloren haben. Jetzt muss ich neu laden, weil das Haar. Nee. Das kann es ja auch nicht sein hier. Das war jetzt sehr komisch. Ja, jetzt haben wir wieder hier den Typen. Den schicken wir nach Feldbach. Den schicken wir da runter. Hier bauen wir nicht das ganze Zeug, wobei die Farmgemeinschaft bauen wir. Das bauen wir nicht. Dafür bauen wir hier die Farmgemeinschaft, bilden hier mal die Truppen fort. Bilden auch hier die Truppen fort. Das war ja das, was wir gemacht haben. Ja, wisst ihr was, ganz ehrlich, dann halt doch kein Steintal erobern. Ich verstehe es gerade nur nicht, dass das anscheinend so krank ist, weil unsere Armee ist ja eigentlich schon ziemlich riesig. Da müssen wir die Schlacht ja fast selber spielen. Ja, aber wobei, so wichtig wäre jetzt Steintal hier jetzt doch erstmal nicht. So, jetzt möchte ich mal mit der Armee da hochlaufen. Wisst ihr was, dann sammeln wir uns hier einfach mal. Lagerung abbrechen, sammeln wir uns hier und stellen hier mal eine ordentliche Armee zusammen. Nehmen hier mal noch. Ach genau, hier haben wir ja auch noch ein bisschen was geändert. Das brauchen wir alles nicht. So. Und dann können wir hier mal, genau, die Truppen mal noch runterziehen. Und die Truppen. Das war jetzt gerade komisch, dass ich das verloren habe. Also finde ich ein bisschen krass, um ehrlich zu sein. So, hier fällt mir gerade ein. Genau, die könnten wir eigentlich mal noch nehmen hier. Können wir hier irgendwo Bogenschützen rekrutieren? Hier nicht. Hier schon. Also die Armbrustschützen, die Bogenschützen, Speerträger. Eigentlich die ganzen Einheiten hier. Oh, die Bogenschützen brauchen wir gar nicht wegziehen, wie es aussieht. Schicken wir das ganze Zeug mal darüber in die Stadt. Ja, aber die bekommen hier wahrscheinlich auch kein Ding, oder? Nee, die müssen wir auch wegnehmen noch aus der Stadt. So. Ja, dann sammeln wir uns doch hier und bauen vielleicht mal noch eine weitere Armee aus, irgendwie sowas in die Richtung. Das wird sich vielleicht lohnen. Die Pikenträger brauchen wir eigentlich auch nicht gerade. Die fortbilden können wir mal machen. Irgendwie bin ich gerade mehr als verwirrt, was die Schlacht da drüben angeht. Flocken zusammen, mein Herr. Aber, naja.
Hallo, hier ist Aaron. Ich habe euch enttäuscht, mein Kind. Scheiße. Sind sie mit uns im Krieg? Wir errichten hier ein Nachtlager. Nein, 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 das kann doch nicht wahr sein, das ist doch scheiße. Wir müssen kämpfen, sonst sind wir verloren. Jetzt sind wir da oben, haben wir jetzt nochmal einen Krieg. Wie lautet euer Befehl? Wir marschieren, mein König! Abrücken. So. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum sind wir jetzt, warum greifen die uns jetzt an? Ich verstehe das nicht so ganz, um ehrlich zu sein. So ein Müll. Haben wir eigentlich, wir haben doch irgendwo. Genau. Vielleicht können wir einfach mal hier einen Waffenstillstand verhandeln, wollen sie nicht. Scheiße. Mann, hier oben im Norden war bisher immer so schön ruhig alles und jetzt sind wir da auch noch mit welchen im Krieg. Das ist halt echt richtig beschissen, weil wir können eigentlich gar nicht so viele Fronten verteidigen gerade. Ist halt eigentlich das Hauptproblem an der ganzen Sache, gell? So. Das ist doch kacke. Jetzt müssen wir hier die Armeen da mal zurückschlagen. Die hier und die hier. Die sind wahrscheinlich richtig stark. Natürlich Waffenknechte wie Sau. Geschworene Schwerter haben sie viele drin. Ist die Frage, ob die Armee das hier überhaupt schaffen wird, gell? Man kann einem überlegen, ob wir vielleicht diese Dings hier auch mal rekrutieren wollen. Kriegselefanten. Können wir machen. Vergessen wir mal den Kaufmann, der bringt wahrscheinlich eh nicht so viel. Ja, das Bronzetor müssen wir halt jetzt hier unten ganz gut befestigen, irgendwie. Dann schicken wir die Einheit mal darüber. Bilden die mal fort. Bringt mehr, glaube ich. Schicken die auch mal noch rein zum Fortbilden hier. König. Und die lassen wir jetzt einfach alle. Ups. Die lassen wir alle da drin. Scheiße. Das ist ja wirklich kacke für uns gerade. Ja, unser Problem ist halt, wir müssen halt an irgendeiner Flanke oder Front müssen wir mal so weit sein, dass wir da halt keine Gefahr mehr haben. Weil hier unten haben wir immer noch eine Gefahr und hier drüben haben wir halt immer noch eine Gefahr, gell? Ich meine, wenn wir mal Sturmkap hier erledigt hätten, also die zwei Gebiete noch und hier unten von mir aus. Vor allem Sturmkap und Greifenhorst müsste immer fallen. Die zwei Provinzen, dann könnten wir hier eine Armee reinpacken. Wenn wir hier ist schon mal recht safe. Und dann müssten wir eigentlich nur noch hier gucken, dass wir hier irgendwie ein paar Truppen haben. Aber wäre auch nicht unbedingt so notwendig, wenn wir in Königsmund ein bisschen was an Soldaten haben. Dann müssten wir halt gucken, dann könnten wir da oben nämlich angreifen. Aber so sind wir halt noch in einer ziemlichen Scheißsituation und ich will hier eigentlich nicht mit den paar Truppen angreifen, weil der kriegt da wieder eine riesige Armee gespawnt. Ich finde es mit den Garnisonstruppen eh richtig ein Schwachsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Das stört mich eh. Schon ziemlich stört mich das, genau. Wir werden niemals aufgeben. Weil jetzt müssen wir hier einen Krieg führen gegen die hier angreifen. Jetzt würde mich das nochmal interessieren, wo sind die denn gerade eigentlich? Ja. Genau, also wir müssen jetzt auf jeden Fall... Ach du Scheiße. Okay, Lannister wird da wahrscheinlich was zurückerobern. Da oben... Hier haben sie auch was verloren. Oh. Ja, wir müssen halt schauen. Gut wäre es, wenn wir halt die drei Provinzen... Also die drei Provinzen Jungfernteich, Harrenhall und Rabenturm erobern würden. Dann könnten wir hier in Harrenhall ein bisschen was an Truppen sammeln. Rabenturm einfach aus Prinzip auch noch erobern. Dann könnten wir vielleicht sogar mal schauen, dass wir hier noch was erobern können.
Voraussetzung dafür ist natürlich, dass da unten der Baratheon von Königsmund erstmal die Klappe hält. Von Sturmkap. Königsmund sind wir ja selber. Und dass der Tyrell hier unten ein bisschen ruhig ist. Und dann können wir, genau, wenn wir dann die drei Provinzen haben, dann wäre es gut. Wie gesagt, da stellen wir eine Armee rein. Und dann erobern wir noch hier zwei Provinzen. Das wäre auch cool. Und wenn wir Schnellwasser erobert bekommen, wäre es natürlich auch genial. Wenn wir Schnellwasser haben, dann ist hier oben Schnellwasser und Harnhall, dann ist hier oben soweit mal Ruhe eigentlich. Brauchen wir nur hier eine Armee und hier eine Armee. Einigermaßen groß natürlich. Wobei, also viele Pikeniere reichen da eigentlich. Also viele. Und dann, ups. Und dann wäre das ganz cool eigentlich so an sich. Wie lautet euer Befehl? Aber davor müssen wir zuerst mal die Armeen hier besiegt bekommen. Die Stadt wird nur verlieren da hinten, das ist echt eklig. Ja, die Stadt verlieren wir. Aber auf jeden Fall verlieren wir die. Ja, ist klar. Keine Chance. Schön ist, Tyrell geht's gerade auch, habt ihr ja vielleicht gesehen, da kam auch so eine Martell-Armee am Belagern von denen. Das kommt uns gerade eigentlich ganz gelegen. So Dämmertal angegriffen. Die Stadt will ich halt eigentlich ungern verlieren. Ich meine, die Burg oben war jetzt schon schlimm genug, aber noch eine Burg verlieren will ich eigentlich nicht unbedingt. Das machen wir nämlich halt auch kaum. Wow! Woher kommen die denn jetzt plötzlich alle? Wir werden niemals aufgeben. Die Stadt werden wir wahrscheinlich auch gleich noch verlieren. Dann müssen wir uns jetzt hier mal aufstellen. Also, die Armee ist machbar. Die Armee scheint auch machbar zu sein, weil sie anscheinend kaum noch Truppen hat. So schlecht, so wenig dunkelblau wie die Armee hier ist. Aber die ist stark und die da drüben ist auch sehr stark. Auf jeden Fall. Bau abgeschlossen haben wir hier unten, genau. Nehmen wir mal hier ein Schiffchen. Nehmen hier das alles auch mal mit. Boah. Wir werden niemals aufgeben. Müssen wir jetzt hier mal die Armee zusammenstellen. Bewegung. Und also wir nehmen mal Tommen mit, wir nehmen die Einheit hier mit, das hier alles mit. Mein König, eure Befehle? Mein König. Eure Befehle? Mein König. Wir haben recht viele Fernkämpfer jetzt schon wieder drin in der Armee. 4 Einheiten. Das reicht uns dann wahrscheinlich auch erstmal. Eure Befehle? Mein König. Mein König. Abrücken. Was mich jetzt mal, wie gesagt, noch interessieren würde, wie stark sind die eigentlich im Vergleich jetzt zu sowas hier? Eigentlich sogar vielleicht sogar besser, wie es aussieht, die Stammeskrieger hier. Nehmen wir mal noch dazu. Was jetzt? Bilden eine Streitmacht. Okay. Wahrscheinlich wäre es ganz cool, wenn wir die jetzt da noch reinschicken. Wir können jetzt die Runde eh nicht wahnsinnig viel machen. Wobei, nee, ich will die jetzt nicht upgraden. Das bringt jetzt auch nichts. Das braucht einfach nur Zeit gerade. Das ist schon zu viel. Genau. Dann marschieren wir doch einfach mal mit den Truppen erstmal da hoch. Hier rekrutieren wir mal ein bisschen was noch. Schicken mal ein bisschen was an Einheiten da hoch. Jetzt kommen wir mit denen nicht ganz dahin. So, mit der Armee laufen wir da hoch. Jetzt können wir mal gucken, vielleicht schaffen wir es dann wenigstens eine Armee der nächsten Runde zu vernichten von denen. Boah, ist das beschissen. Sowas hasse ich. Sowas passiert wie jetzt. Naja, dann beenden wir mal die Runde. Jetzt werden wir gleich Dämmertal verlieren. Das heißt, uns geht es jetzt bald ans wirklich Materielle, was das Geld angeht. Vor allem, wenn Haus Tyrell auch noch auf eine dumme Idee kommt oder Haus Baratheon von Sturmkap, dann haben wir echt ein Problem. Okay, jetzt sind alle Armeen plötzlich weg. Komisch.
lautet euer Befehl? Ist die Frage, wo die hin sind, gell? Mein König. Ich hab ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich nicht wirklich weiß, wo die hin sind. Euer Wille geschehe. So. Hier haben wir jetzt den Leuchtturm abgeschlossen. Dadurch sollten wir eigentlich ein bisschen mehr Geld jetzt auch jede Runde bekommen. So 400 haben wir ja gesagt ungefähr. Das möchte ich hier erstmal gar nicht so weiter bauen. Erstmal, das kostet gerade eh alles viel zu viel. Bewegung! Lager aufschlagen! Einen Spion können wir hier gerade nirgends rekrutieren, oder? Nee. Schade. Aufgeben. So ein Spion wäre schon ganz schön sinnvoll. Ja, nehmen wir mal die ganzen Truppen hier wieder da zurück. Ganz ehrlich, diese komischen Flankenreiter können wir uns auch sparen hier. Die Schwerträger sparen wir uns auch mal. Können wir hier mal die Truppen nehmen, auf das Schiff setzen und mal noch hier rüber schiffen. Schon eigentlich hier drin nichts mehr, wie es aussieht. Wie ihr wünscht, Kapitän. Okay, er hat anscheinend seine ganzen Truppen zurückgezogen. Wow. Krass. Fortbilden können wir das auf jeden Fall mal hier alles. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt hier nicht unbedingt angegriffen werden. Das würde mir gerade gar nicht wirklich reinpassen. Ich bereue es ein bisschen, dass ich am Anfang die ganzen Spione von Varys nicht angenommen habe. Überall, die könnten wir nämlich eigentlich schon gebrauchen. Der scheint auch einfach scheiße, der General. Lautet euer Befehl? Ja. Gehen von Bord, mein König. Euer Wille geschehe. Wir marschieren. Oh, da stehen die Armeen. Und da stehen ja beide Truppen sogar, beide Armeen. Marschiert los! Justin Ricker. Mein König, kommt jetzt auch mal noch ein paar Truppen untergeordnet. Vorwärts! Verbinden die Truppen! Ja! Mein König! Mein König! Eure Befehle? Ja! Ja! Bilden eine so. Ja, jetzt verlieren wir Geld jede Runde. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein paar Provinzen erobern. Machen wir dann auch bald. Mein Herr? Die Frage, ob wir jetzt gerade hier nicht ein bisschen Geld sparen können, indem wir vielleicht ein, zwei Schiffchen auflöst hier. Vielleicht zum Beispiel Galeere hier. Sparen wir schon wieder ein bisschen Geld. Ja, ist klar, wir haben jetzt ja hier, verlieren wir jetzt ja gerade mächtig unterhaltsfreie Einheiten. Ist logisch. Dadurch, dass wir ja Truppen hier in Prostor abgezogen haben und auch hier drüben. Wie lautet euer Befehl? Ja, Haus Arryn ist einfach ultra mächtig, außer beim Militär, da ist Haus Lannister besser. Aber ansonsten ist Haus Arryn einfach richtig krank. Ja. Wie gesagt, aber wenn wir die drei Provinzen wieder zurückerobern, also 1, 2, 3, dann sieht es schon mal ganz gut aus. Und dann steht ja hier noch eine Provinz, die wir brauchen von Haus Arryn. Dann ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Wir hören euch gerne an, aber ja, die nehmen halt auch nichts mehr an. Dann lebt wohl. Ja, Haus Arryn gefällt mir von der KI her eh nicht so, weil sie auch immer Haus Tully angreifen. Und ich finde es ein bisschen schade, wäre cool, wenn das die Mordor nochmal ändern würden. Also Nuradon, falls du das Video anschaust, unbedingt ändern die Sache. Aber ich glaube, ihr habt es schon in der neuen Version dann schon geändert. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Weiß ich gerade gar nicht, um ehrlich zu sein, aber es wäre auf jeden Fall eine wichtige Sache. Oh oh, seht ihr die Tyrell-Armee da drüben? Ugh. Bei Steintal, das ist ja scheiße. Würde uns jetzt vielleicht demnächst auch angreifen werden hier drüben, aber dann müssen wir Sternsang halt eben aufgeben. Das ist dann auch nicht unbedingt ganz so wild. Aber die Armee könnte man einschließen. Drei Runden müssen wir halt aushalten da. Es sind halt auch noch ein bisschen was an Truppen drin, aber dann könnten wir die komplette Armee da vernichten.
marschieren, mein König. Das wäre schon nice. Der Wille geschehe. Marschiert los! Wenn wir die Mauern überwunden haben, sind sie erledigt, wie ihr wollt, mein König. So. So könnte man die Armee eigentlich vernichten. Würde ich mal behaupten. Nehmen wir mal noch hier Söldner mit. Sobald, wie gesagt, die zwei, oder ja, ich weiß ja nicht, vielleicht schickt er davon auch noch was mit. Aber sobald diese anderthalb Armeen hier vernichtet sind, boah, da wird man so viele Verluste haben in dem Gefecht, das wird so ultra wichtig. Oh, 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 dieses Gefecht wird wirklich sehr, sehr wichtig. Aber sobald wir das vernichtet haben, können wir nämlich die Armee, die Stadt hier erobern, können dann neue Truppen müssen wir dann rekrutieren wahrscheinlich. Und danach auch nicht mehr so wahnsinnig viel übrig bleiben wird. Und dann müssen wir Jungfernteich schnell erobern und uns ausbreiten. Mit dem Rest, was wir noch so haben. Zumindest versuchen. Aber das ist was für den nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wieder mir hier zuzuschauen, wie es echt hart ist für mich zu überleben. Ja. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.